Ja, am kommenden Sonntag beginnt in Phoenix in Arizona also die neue Formel-1-Weltmeisterschaft mit dem Grand Prix der USA und die beiden großen Abwesenden, Sandro Nannini und Martin Donnelly, nach dem Hubschrauberabsturz bzw. nach dem fürchterlichen Lotusunglück in Jerez in Spanien. Aber wir freuen uns, dass es beiden schon wieder gut geht. Martin, how are you? I'm good, my health is good, so I'm still here. Martin Donnelly geht's immer besser. Zwar langsam erholt er sich, aber er ist schon wesentlich stärker als noch zu Weihnachten. Sein Ziel fürs Comeback? Imola am 28. April und Willi Dungl hilft ihm dabei. Wenn's bis dahin nicht geht, dann halt Monte Carlo. Oder irgendwann einmal später. Martin Donnelly hat keine Eile. Und dann, wenn ich fühle, ich bin capable to do Grand Prix Distance, then I'll come back. Maybe Imola, maybe Monte Carlo, maybe later. Who knows? So hopefully already next month. I would like to. Am 13. April heiratet er seine Freundin Diane. He must work me very hard to make sure that. Und Donnelly hat Willi Dungl ersucht, bitte schau, dass ich da nicht auf Krücken in die Kirche gehen muss. In England on April 13th, so I must be able to walk down the aisle. Busy month for you. Yes, it's going to be very busy. May I ask you, do you remember? Was weiß Donnelly vom Unfall in Spanien? Very little, only a few seconds before the accident. Ein paar Sekunden vor dem Unfall ist links vorn die Radaufhängung gebrochen. Das Auto schleifte am Boden, ohne Lenkkontrolle, ohne Bremsen, wie ein Bob. Ich bin direkt in die Leitplanken, die Wagenfront ist explodiert, ich wurde herausgeschleudert. And then I remember nothing for 5-6 weeks. I was unconscious for 5-6 weeks. Und dann weiß ich nichts mehr. Ich war 5 oder 6 Wochen bewusstlos. She tells me what happens. A long sleep, 5-6 weeks. Yes, a very long sleep. And then I have a lot of. Das linke Bein war 5-mal gebrochen. Dazu kamen viele innere Verletzungen: Nieren, Lungen, Magen haben nicht gearbeitet. I have fractures to the head. Ein Schädelbruch, ein Schlüsselbeinbruch. Aber das Hauptproblem, das linke Bein. Sein Lotus-Teamkollege Derek Warwick, der in Monza selber einen Unfall erlebt hat, sagte, Donnellys Überlebenschance war 1 zu 5 Millionen. Man hat ausgerechnet, 35 bis 40 G beim Anprall. Das Körpergewicht also mal 35 oder mal 40. I'm very lucky to Donnelly weiß, dass er Glück gehabt hat. Was sein Leben gerettet hat, die Kunst der Ärzte, deren rasches Eingreifen vor allem, sein starker irischer Dickkopf und seine körperliche Fitness. Jeder wundert sich über seine rasche Genesung. With all this behind you, trotz allem, Donnelly möchte so rasch wie möglich zurück in die Formel 1. Das Einzige, das ich je gelernt habe nach der Schule, 10 Jahre lang nichts getan, als Rennautos zu fahren. Und weil ich mich an den Unfall nicht erinnern kann, kann ich mich auch nicht mehr an die Schmerzen erinnern, an die Operationen. Alles, was ich weiß, ist, was ich gelesen habe. Und das ist gut fürs Comeback. Freunde haben ihm Fotos geschickt. Er hat darum ersucht und man hat es ihm gegeben. Donnellys Vorbild fürs Comeback, Niki Lauda. Nach dem Nürburgring 1976. Niki Lauda damals, zur Hölle und zurück. And he loses the championship by 1 point. It's fantastic. To hell and back. To hell and back, yes. I read his book, it's very good. Ersatzmann für Martin Donnelly bei Lotus ist vorläufig der Engländer Bailey. Die neue Formel 1, Zeitstrafen bei Karambolagen, genau wie beim Eishockey. Und 10 statt 9 Punkte künftig für den ersten. Siege werden also besser belohnt.